grüße Sie wohl einen herzlichen guten Morgen heute an diesem Montag, dem 19. September zu Reinis Zeitgedanken. Ein wenig später als sonst, aber wie gesagt, wieder wohl am Vormittag. Und auch diesmal wollen wir uns mit Losung und Lehrtext beschäftigen. Das sind wieder zwei wundervolle Texte, die uns für diesen Tag Kraft geben wollen. Zuvor möchte ich aber nochmal auf das Eingangsbild ein paar Worte verwenden. Da sehen wir das Holz, das Kreuz, das eigentlich ziemlich verwittert ist und schon nicht mehr recht stabil ist. Und das erinnert uns ja an das unglaubliche, brutale Vorgehen der Menschen gegen Gott. Dieses verblasst und letztlich ist durch dieses Ereignis eine Art Stein aus Herz hervorgegangen, nämlich eine Liebe, die nicht mehr zu besiegen ist. Eine Liebe, die keiner verändern kann, und diese Liebe strahlt in die Welt hinein und bringt Licht in den äußersten Winkel. Und deshalb habe ich dieses Bild auch genommen für viele Losung- und Lehrtextmeditationen, also für Reinis Zeitgedanken am Morgen. Dieses Bild vielleicht auch eine Möglichkeit, länger mal zu meditieren und darüber nachzudenken. Kommen wir aber jetzt doch zu den beiden Worten für den heutigen Tag. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden, aus dem Psalm 103. Und das ist ein großer Lobgesang an Gott, an seine Barmherzigkeit, an seine Liebe. Und wir spüren, dass der Beter oder die Gruppe, die diesen Psalm geschrieben hat, eigene Erfahrungen gemacht haben oder der einzelne eigene Erfahrung gemacht hat. Denn wir wissen, dass wir es vielleicht ein wenig anders sehen. Der Herrschaft, Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Da fragen wir uns manchmal, das stimmt nicht ganz, was wir in dieser Welt sehen. Da ist so viel Ungerechtigkeit und da ist so viel Willkür, dass wir den Eindruck gewinnen, nein, das fehlt eigentlich gerade, die Gerechtigkeit und das Recht. Der Herr schafft sie aber all jenen, die Unrecht leiden, und viele müssen so viel Unrecht erleiden, dass sie darüber hinwegsterben. Und die Frage ist dann, ja, wo ist denn das Recht und die Gerechtigkeit geblieben? Wir wissen aber, dass auch bei Gott die Zeitspanne unseres Daseins, des gesamten Lebens, größer ist als hier im irdischen Bereich. Und deshalb können wir uns darüber auch nicht wirklich ganz klare Gedanken machen. Kriegen Sie denn noch Recht gesprochen und kriegen Sie Wiedergutmachung? Gott hat es zugesagt, und in diesem Sinne können wir eigentlich gar kein Bild uns machen. Ist das wirklich wahr oder ist das unwahr? Wir können einfach nur sagen, es scheint wahr zu sein. Gott hat es zugesagt, und hier dieser Beter oder diese Gruppe, die haben auch die Erfahrung gemacht, dass man tatsächlich als einer, der viel erleiden muss, dann von Gott Gerechtigkeit und Recht bekommt. Und dass das natürlich nicht immer im irdischen Bereich gleich sichtbar wird, das ist eine andere Sache. Aber wir können hundertprozentig damit rechnen, dass Gott zu seinem Wort steht. So also vielleicht auch dieses Wort eine neue Bedeutung für uns, dass wir sagen, ja, es stimmt. Gott schafft es aber, wie gesagt, nicht immer vor unseren Augen. Kommen wir zum zweiten Wort, da heißt es im Johannesevangelium: Ich bin als Licht in die Welt gekommen, auf das wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Hier weist Jesus ganz eindeutig darauf hin, dass er nur Bote ist, dass er Übermittler ist, dass er nicht derjenige ist, der uns richten wird und der uns also auch geschaffen hat, sondern dass er eigentlich nur kommt, um zum Vater hinzuweisen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und da kommen wir dann wieder in die Frage der Trinität. Wie steht denn Jesus Christus in Verbindung zum Vater? Wie ist die Sohnschaft zu erklären? Sind es mehrere Personen? Ist es eine Person? Darüber zu spekulieren, macht eigentlich gar keinen Sinn. Es ist wichtig, dass wir sehen, dass Jesus Christus selbst auf Gott, auf den Schöpfer, auf den Vollender unseres Lebens hinweist und sagt, er ist nur gekommen, auf das wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Und das heißt, er möchte uns aus der Finsternis herausholen. Und die Finsternis ist momentan ja ganz arg unterwegs. Wir haben ganz viele Kanäle, in denen auch finstere Sachen berichtet werden. Es wird immer grausamer, was ans Tageslicht kommt.
Und so müssen wir sehen, wie wir aus dieser Finsternis kommen. Und das gelingt uns wirklich nur, wenn wir auf das schauen, was Jesus verkündigt hat, was er an Botschaft gebracht hat. Und sie weist letztlich diese Botschaft generell immer zu Gott hin. Und so möchte ich uns einfach Mut machen, dass es uns mit Gottes Hilfe gelingen kann, aus dieser Finsternis auszusteigen. Das heißt auch, das eigene Leben zu verändern. Und ich sehe und entdecke, dass viele Menschen heute noch immer in dieser alten Welt zu Hause sind und meinen, es muss doch irgendwo wieder diese alte Zeit kommen, wo wir reisen können, wo alles wieder so ist, wo wir unseren Wohlstand haben. Und dass da einiges schräg gelaufen ist und dass da einiges verkehrt gelaufen ist, dass wir vieles vielleicht auch nicht wussten und nicht gesehen haben, aber doch dann indirekt ja auch geduldet haben. Das wird uns jetzt deutlich und deshalb denke ich, ist es wichtig, nicht an diese alte Zeit anknüpfen zu wollen, zu sagen, es wird dann schon wieder so, es wird sich alles verändern. Und ich möchte einfach darauf hinweisen, ich habe es in meinem Chat auch geschaltet, die Gedanken zum 24. September, irgendjemand scheint da doch etwas Böses vorzuhaben. Vielleicht kommt es nicht, so sagt derjenige selber, wenn wir darüber reden. Bin mir da nicht so sicher, denn ich denke, dass das Böse einfach nicht aufhört zu wirken, bis es endgültig von Gott kaltgestellt wird. Und wie lange das ist, das weiß Gott alleine. Wir müssen damit zurechtkommen und wir können damit zurechtkommen, wenn wir eben uns an dieses Wort auch halten, wenn wir uns an Jesus wenden, uns von ihm die Kraft, den Sinn des Lebens schenken lassen. Und dann werden wir sehen, dass es so viel Sinnloses in dieser Welt gibt. Ich entdecke es jetzt selbst, was ich mit meiner Frau und in der Familie alles gesammelt haben, wo wir Schwerpunkte gelegt haben, wie sehr auch das Geld im Leben eine Rolle spielt, alles Unwichtigkeiten. Ich denke, es gibt ganz andere Werte, nämlich Liebe, Gemeinschaft, Zeit zu haben, sich an Gottes Schöpfung zu erfreuen und was ganz, ganz wichtig ist und was in meinen Augen bei fast allen Menschen zu kurz kommt. Die Verbindung zu Gott, das Gespräch mit Gott, das Nachsinnen über das Leben, das Rückfragen vielleicht. Also, dass man mal mit Gott wirklich ins Gespräch kommt und fragt, Herr, bin ich auf dem richtigen Weg? Was kann ich alles verändern? Und ich sehe, dass dann wir alle ganz schnell bereit sind, so Kompromisse anzusprechen. Und ja, Aufwand und Nutzen, das passt schon irgendwo oder das gehört irgendwo zusammen. Nein, wirklich auszusteigen aus diesem alten Leben, was eigentlich uns in eine ganz andere und falsche Richtung immer wieder geführt hat, mit dem Wohlstand, mit dem Besitzen wollen, mit dem erleben wollen. Vielleicht gelingt es uns jetzt irgendwann, wenn es wirklich dann finster wird und wir wissen es ja nicht, wann sie uns dann den Blackout bescheren, wann die Computer nicht mehr laufen. Aber vielleicht gelingt es uns danach und ich hoffe ganz stark, in eine neue Zeit zu kommen und anders und schöner und besser unterwegs zu sein. In diesem Sinne wünsche ich uns einen gesegneten Tag. Die Straße des Lebens komme uns entgegen, der Wind stärke uns den Rücken. Der Regen falle sanft auf unsere Köpfe, die Sonne scheine warm in unser Gesicht. Die Glut in unserem Herzen verlösche niemals. Bleiben wir geborgen in der tiefen und gnädigen Hand Gottes von nun an bis in Ewigkeit. Ja, ich wünsche uns allen eine wirklich angenehme und schöne Woche. Das Herz möchte ich zurückgeben an Sommer 2018. Wir sind wieder gut gelandet und ich hoffe, dass wir einen Weg durch diese Zeit finden, dass wir Gesundheit erhalten und dass wir wissen, wir sind geborgen in der tiefen und gnädigen Hand Gottes. Uns kann da keiner herausreißen. Wir sind verbunden und werden sicher, ganz sicher, in viel, viel Licht geführt. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, werden Sie gesund, passen Sie gut auf sich auf. Und das Wichtigste, dass man auf sich aufpassen kann, ist eben die Verbindung zu Gott. Und deshalb meine Bitte, bleiben Sie mit Gott verbunden. Einen wunderschönen Tag. Es grüßt Sie herzlich Ihr Reinhard aus Appenzell-Innerrhoden von Reini und den Zeitgedanken. Haben Sie es gut, machen Sie es gut und wenn Sie mögen, bis morgen.